Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Orphans die Weisen. So, was ja interessant ist, wer jetzt da angerufen hat, ne? Auf den Vater von Andys Amber. Nein, andersrum. Auf Henrys Handy, der Vater von Amber. So, jetzt haben wir es. Welcher Anruf? Wer hat da angerufen? Das ist interessant. Aber jetzt sind wir erstmal mit Mika beschäftigt. Und los geht's. Mika, das hier habe ich in der Cloud for Fonts gefunden. Das könnte uns einen Schritt weiterbringen. Im Übrigen, wir haben gerade gehackt und das muss ich nochmal schnell abchecken. Das müssen wir gehackt haben, ne? Tagebuch Schwester Braun. Einige Tage sind nun vergangen, seit ich Emilia fortgebracht habe. Ich entschloss mich, die Familie zu besuchen und mich nach dem Wohlbefinden des armen Kindes zu erkundigen. Auf meinem Weg zu dem Haus beschlich mich zunehmend ein Gefühl des Unbehagens. Es kam mir vor, als würde es kälter, je weiter ich mich dem Wohnsitz der Familie näherte. Der Gesang der Vögel wich nach und nach einer bleiernen und unbehaglichen Stille. Und als ich das Anwesen erreichte, überkam mich eine tiefe Trauer und ein blankes Entsetzen. Die Gräser und Pflanzen waren verdorrt. Das Vieh in den Stallungen schien einen qualvollen Hungertod erlitten zu haben. Kadaver von Vögeln lagen umher, als seien sie tot vom Himmel gefallen. Dieser einst so friedvolle Ort schien, als wollte er das Leben und die göttliche Schöpfung verspotten und mit Füßen treten. Als ich das Haus betrat, überkam mich ein Schauer. Die wohlige Wärme eines Heims voller Liebe war einer eisigen und unbarmherzigen Kälte gewichen. Zu meinem Entsetzen fand ich Emilia an einem Bett gefesselt vor. Sie gab Laute von sich, die denen eines sterbenden Tieres glichen. Und sie redete in mir unbekannten Sprachen. Ihre dünnen Arme und Beine nahmen groteske Haltungen ein, während sie sich auf der verdreckten Matratze umherwandte, um sich von den Fesseln zu befreien. Speichel rann ihr von ihren Lippen und ihre Augen glühten vor Zorn. Kalter Schweiß stand auf ihrer Stirn und die Adern an ihrer Schläfe traten weit hervor, während sie brüllte und tobte. Dieses eigentlich so zarte Geschöpf hatte nichts Menschliches mehr an sich. Es war offensichtlich, das arme Kind war von dämonischen Mächten heimgesucht worden. Ich ging weiter durch das Haus und fand die leblosen Körper der Familie. Emilia, oder vielmehr das Böse, das ihr innen wohnte, hatte diese arme und gottesfürchtige Familie in den Tod getrieben. Ich war verzweifelt. Schließlich war ich diejenige, die dieses gottlose Wesen in dieses Haus gebracht hatte. Unwissend hatte ich das Böse über die Schwelle dieses Hauses getragen. Ich war es, der diesen armen Menschen den Tod gebracht hat. Wie sollte ich diese Schuld jemals wieder begleichen? So entschloss ich mich, den Mächten der Verdammnis entgegenzutreten und dieses gottlose Wesen in die Tiefen der Hölle zu entsenden. Ich beschwor den bösen Geist, der Emilia innen wohnte. Er möge die Seele dieses unschuldigen Kindes verschonen. Ich betete zum Allmächtigen, auf dass er diesen Dämon austreibe und Emilia befreie. Stunden vergingen. Zwar war es mir gelungen, diese gottlose Kreatur zu bekämpfen und an diesen Ort zu binden, aber das arme Kind hatte den Exorzismus nicht überlebt. Möge der Herr mir verzeihen. Oh, was ist hier los? Ja, ich will den sperren, so. Wenn der Dämon an diesen Ort gebunden ist, ist ja ganz klar, was mit Jericus passiert ist, ne? Dann war es nicht nur das Funkgerät, sondern eben halt der Ort an sich. Grausamkeit, oh Grausamkeit. So, das hören wir uns jetzt nicht nochmal an. Hat schnell gehört, ne? 3 Minuten gehen bei Mika schneller als bei uns. In Fonts Cloud? Ja. Lange Geschichte, ich erkläre es dir bei Gelegenheit. Jarek, er hatte mir ja das ermöglicht, kurz nachdem ich in eure Gruppe kam. Was? Wieso erfahre ich das jetzt erst? Geht dich gar nichts an. So einfach ist das. Tut mir leid, er meinte, ich soll es für mich behalten. Jarek wollte es euch erzählen, aber er hatte keine Möglichkeit mehr. Verflucht, Tom G! Nein, Du hättest uns informieren sollen, uns alle. Warum ich? Das ist nicht meine Aufgabe. Ich wollte auch gar nicht in eure Gruppe. Aber wieso schickst du diese Datei nicht direkt in die Gruppe?
Ich möchte Sandy nicht noch weiter beunruhigen. Ich wollte wissen, was du davon hältst. Hör es dir einfach an, Mika. Das könnte uns wirklich weiterhelfen. Das hört sich gar nicht gut an. Unser Handy ist abgestürzt. Stack Hack, Warning. Versuch der Fremdzugriff. Hat Maßnahmen erforderlich. Bla bla bla. Folgendes. Befehl ein. Ostbotto. Maßnahmen erforderlich. Eingabeaufforderung. Scheiße, was? Kann ich das nicht einfach anklicken? Warum muss ich es eingeben? Das ist natürlich doof. Soll ich das echt jetzt eingeben? Aus Preußen ist natürlich auch nicht schlecht. Ich liebe es ja immer, wenn man das sieht, was man schreibt. Ja, okay. Stack Hack in Progress. 100% Regenbogenfarbe. Angriff erfolgreich abgewehrt. Wer hat versucht, uns anzugreifen? Wolf. Bestimmt was Wolf. Bis gleich. Ja. Unbekannter. Eure Neugier wird euch zum Verhängnis werden. Was soll das? Wer sind Sie und woher haben Sie meine Nummer? Entschuldigung, kennen wir uns? Naja, das ist die beste Frage. Beschwört keine Mächte herauf, die ihr nicht kontrollieren könnt. Ihr fordert einen übermächtigen Gegner heraus. Ich gebe euch den ernst gemeinten Rat. Macht nicht weiter. Diesen Kampf könnt ihr nicht gewinnen. Glaubst du wirklich, ich wüsste nicht, wer du bist? Wenn du diese verdammten Bruderschaft meinst, warum sagst du es nicht? Dann hast du uns aber noch nicht kämpfen sehen. Ja, wir sind alle fast tot oder beknackt in der Birne. Hört auf meine Worte oder ihr werdet es bereuen. Ja. Das war bestimmt Gruber. Wer anders kann das nicht sein? Es war Grubu. Amber. Amber, schau dir das mal bitte an. Und davor hat jemand versucht, mein Handy zu hacken. Da scheint jemand was gegen unsere Recherchen zu haben. Hast du eine Idee, wer dahinter stecken könnte? Ich wette, Gruber steckt dahinter. Ja, bei der Wette bin ich mit dabei. Dieser Anruf vorhin auf dem Handy meines Vaters. Mir wurde ebenfalls gedroht. Der Wortlaut klang fast identisch. Er sagte sowas wie: Ihr habt keine Ahnung, welche Mächte ihr herausfordert. Er hat auch immer von ihr gesprochen. Offensichtlich meint er uns beide. Ich habe direkt nach dem Anruf nochmal kontaktiert. Du erinnerst dich sicher, die Lebensgefährtin meines Vaters. Ich musste wissen, ob auch sie eine Drohung erhalten hat. Aber zum Glück ist bei ihr nichts Außergewöhnliches vorgefallen. Du denkst also, sie könnten ebenfalls in den Fokus dieser Gemeinschaft gerutscht sein? Sie muss sich dort auch schreckliche Sorgen machen. Dann weiß sie also über alles Bescheid. Ja, bab, bab. Bab. Möglich wäre es. Immerhin hat sie sich an dem Buch meines Vaters mitgearbeitet. Ich dachte, beteiligt. Was diese Drohung angeht, sind wir uns jedenfalls einig. Diese Stimme war zwar verzerrt und ich kann es nicht beweisen, aber ich bin mir sicher, das war Gruber. Verdammt, ich frage mich, was er damit bezwecken will. Aber er kann doch nicht ernsthaft glauben, dass du die Suche nach deinem Vater aufgibst. Das war irgendwie schon fast zu offensichtlich, findest du nicht?
Oder diese Richterin da. Was, da haben wir nur davon, wenn wir mit jedem schreiben und alles anschreiben und so. Ja, und es wäre auch ziemlich dumm, davon auszugehen, dass du jetzt tatenlos zusiehst bei dem, was deine Freunde gerade passiert. Fakt ist, jemand will verhindern, dass wir tiefer graben. Und Gruber versucht schon länger, uns in die Irre zu führen. Außerdem weiß er über unsere Recherchen Bescheid. Und er hat sowohl Kontakte als auch nur die Nummer meines Vaters. Es passt einfach perfekt zusammen. Aber lass uns bitte trotzdem noch mal genau überlegen, um sicher zu gehen. Wer außer Gruber könnte Interesse daran haben, unsere Recherchen behindern zu wollen? Wer weiß noch von unserer Zusammenarbeit? Gar keiner, oder? Das wäre diese Richterin. Ja, doch. Du hattest die Polizei informiert. Aber lass uns keine Zeit verlieren. Ich bin mir sicher, dass Gruber hinter dieser Drohung steckt. Stimmt. Der Kontakt zu ihr ist über Gruber entstanden. Zudem war sie einmal ein Teil der Gemeinschaft. Und auch sie hat versucht, uns davon zu überzeugen, dass sie diese Leute total harmlos sind. Sie hat sich im Grunde ähnlich wie Gruber verhalten. Vielleicht stecken die beiden auch unter der Decke. Also ich denke. Solange wir nicht hundertprozentig sicher sind, dass Gruber wirklich hinter der Drohung steckt, sollten wir uns unauffällig verhalten. So tun, als wenn nichts wäre und das Spiel weiter mitspielen. Vielleicht können wir auf diese Art noch etwas herausfinden. Da ist was dran. So machen wir es. Ich bin zwar skeptisch, aber in Ordnung. Ich finde, wir sollten Gruber direkt zur Rede stellen. Danke, Tom G. Ich muss herausfinden, was mit meinem Vater zugestoßen ist. Nur Gruber scheint ja gerade keine große Hilfe zu sein. Also, bleiben also nur die Aufzeichnungen der Cloud meines Vaters. Vielleicht finden wir auch eine Möglichkeit, wie wir deinen Freunden helfen können. Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, dass du mir Zugriff auf die Dateien gibst, die du entschlüsselt hast? Ich habe zwar diese Cloud-App auf dem Handy meines Vaters, aber ich brauche ein Passwort. Sorry, ich habe leider kein Passwort. Jarek hat mir den direkten Zugang geschickt. Shit. Ich habe auch überlegt, was wäre, wenn Amber das ist. Mein Vater hat in der App eine Notiz hinterlegt. Was sitzt auf Wolken, aber hängt an einem Nagel? Vielleicht kriegen wir es darüber raus. Irgendeine Idee, Tom G? Was sitzt auf Wolken, aber hängt an einem Nagel? Jesus. Oh Gott. Oh. Was hängt an Nagel? Na, ja, Jesus halt. Gott, Mann, böse. Böse. Ah, oh, dabei ist doch morgen sein Geburtstag. Lass uns überlegen, was sitzt auf den Wolken? Engelchen. Ein Engel? Aber was soll das mit dem Nagel? Keine Ahnung, ein Schlüssel, eine Jacke. Sorry, Emma, aber das könnte alles möglich sein. Ein Bild? Ja, möglich. Vielleicht hat er ein Bild von Jesus da hängen. Dann könnte also ein Bild mit einem Engel gemeint sein. Ich komme noch, wenn ich lache. Ah, das passt ja mal wieder zusammen.
zu meinem Vater. Erinnerst du dich noch, wie wir den Tresor gefunden haben? In der Sternkarte? Lass mich mal kurz überlegen. Sekunde. Oh Gott. Ja. Das soll also ein Bild sein über was? Was ist das? Eine Taube oder so? Das muss es sein. Ich schaue mir das kurz mal an und melde mich sofort zurück, Tom Jean. Ja, schön. Okay, mach das. Bin gespannt, was ist nur dieses, das, was uns diesmal nur erwartet. Alter, ich habe einen Bart gefressen. Ah, erfolgreich rausoperiert. So, Amber, was ist los? Ich habe mir die Sprachaufnahme von Fons jetzt oft angehört und überlegt, wie das alles zusammenpasst. Meinst du, Jarek hat irgendwie diesen Bann gebrochen, den Schwester Braun damals bewirkt hat? Hat er diesen Dämon befreit, als er in das Haus kam? Und genau diesen Dämon hat von ihm der Besitz ergriffen? Wie grausam ist das, bitte? Emilia, er denkt, Sandy sei dieses Mädchen von damals. Und er ist auf sie losgegangen, wollte sie töten. Aber warum ausgerechnet Jarek? Aber wieso? Was will dieser Dämon? Das ergibt doch keinen Sinn. Wieso sollte dieser Dämon auf Emilia losgehen? Er war ja quasi, Emilia war ja quasi so eine Art Wirt. Gute Frage. Vielleicht sieht er sie nur als eine Art Gefahr an. Weil es ihr Körper war, den Schwester Braun damals Exorzismus unterzogen hat. Nein, das ist Quatsch. Vielleicht ist sie jetzt eine Art unfruchtbarer und unheiliger Nährboden für Dämonen. So wie Weihwasser für den Vampir. Sorry, ein besserer Vergleich fällt mir gerade nicht ein. Nein, das ist Quatsch. Wir müssen mehr darüber herausfinden, Tom G. Nein, das ist Quatsch. Wenn es Schwester Braun gelungen ist, dieses Wesen zu bekämpfen, jetzt sag bitte nicht, da muss es doch eine Möglichkeit geben, Jarek, Tammy und Leon zu retten. Leute, sie ist eine Nonne gewesen, meine Fresse. Die ist gläubig und war mit Jesus verbunden. Ne? Und wir normalen Menschen. Aber Emilia bei dem Exorzismus, aber Emilia ist bei dem Exorzismus leben gekommen. Wenn dieser Dämon Jarek in seiner Gewalt hat, dann muss es bei Tammy und Leon etwas anderes sein. Stimmt, ja, bei Leon, Tammy, das sind die Geister der verlorenen, toten, ermordeten, misshandelten Kinder. Aber was? Haben wir es hier mit mehreren Dämonen zu tun? Und wie zur Hölle können wir sie bekämpfen? Wir müssen endlich herausfinden, womit wir genau es zu tun haben. Du musst dich weiter ins Fons Cloud graben, Tom G. Ja, ich muss, ich muss, ich muss. Das ist die einzige Quelle, die wir haben. Ja. Okay. Okay, Amber. Mein Vater muss gewusst haben, dass er in Gefahr ist. Hier ist wieder eine Nachricht für mich. Nun hast du mein Rätsel gar gelöst, aber ob du auch das Passwort herausfinden kannst? Wer hätte es geahnt? Es lag ein Rätsel dabei. Warte, ich schicke es dir. Oh mein Gott! Ich bin doch nur normaler Mensch, ich kann so etwas immer nicht. Na, wo bleibt das Rätsel? Dieses Mal sind es sogar drei Rätsel. Ach Scheiße, ja, aber wir sind ja so Healing erprobt. Wir können uns da ja irgendwie, da haben wir auch jede Menge Rätsel lösen können. Wir waren da auch sehr clever unterwegs. Drei? Du verscheißerst mich. Beziehung verschlechtert. Leider nicht. Es sind wirklich drei. Sorry, wie schon gesagt, drei. Das haben wir schon mal gemacht, als ich klein war.
Wie es aussieht, ergibt die Lösung aus allen drei Rätseln einen dreistelligen Zahlencode. Das muss das Passwort zur Cloud sein. Also dann, lass uns mit dem ersten beginnen. Na super, ich bin aber nicht klein. Ach, das weiß ich. Oh Gott, ich kann kaum was sehen. Also, ja. Der Ball, der wandert, dab, dab, die. Okay, er wandert ziemlich doof. Warte mal. Was schreibt die denn jetzt schon wieder? Vervollständige die Symbolreihe. Oh Mann, in solchen Sachen bin ich echt schlecht. Hier brauche ich deine Hilfe. Meine Fresse, ich bin da selber schlecht. Ich glaube, es ist nochmal. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht so richtig. Ach so. Wir sollen daraus ergeben, was das nächste sein könnte, was? Okay, so. So. Warte mal, ich hab das gleich. Nicht. Erst so, dann so, das ergibt. Achso, so umgeht das, alles klar. Ich habe das erst andersrum gedacht, aber es geht im Uhrzeigersinn. Ich gehe immer von links nach rechts. Nach rechts gehe ich immer nie gerne. Lieber viermal links oder dreimal links als einmal rechts. So, tüdelüdelüd. So, ja, dann ist das eben halt, bup, 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 ist ja gar nicht dabei, wa? Warte mal, ich hab's. Ich hab's. Warte. Gleich ist es soweit. Ich hab's. Nee. Doch. Nee. Doch. Nee. Doch. Nee. Doch, Domji, das ist die 3. Kann ich was eingeben? 3. Moment. Ja, du hast recht. Ja. Oh Gott. Hat nur 10 Stunden gedauert. Das rote Quadrat wandert jedes Mal um einen schrägen Uhrzeigersinn weiter. Während das blaue gerade sind wir 2 Schritte weiter. Ja, doll, super. Okay, die erste Zahl hätten wir also. Komm, nächstes, ich bin dabei. Eine Stadt mit K. Karstadt. Oh. Ein Fluss mit A, Abfluss, okay. Lass uns gleich das nächste angehen. Wo könnte er reinpassen, was? Also so rein theoretisch, meine erste Vermutung, nein, du bist angeschmiert worden, Tomji. Meine erste, allererste Vermutung war gerade die 1, aber das ist verkehrt. Ich tendiere mehr zu 7. Ja, das ist die 7. Tomji! Oh mein Gott, du bist so sexy! Das muss es sein! Oh Mann, ohne dich wäre ich nie drauf gekommen! Ja, weiß ich. Weiß ich, weiß ich. Alles gut. Wenn wir also bisher richtig liegen, wären die ersten beiden Zahlen also 3 und 7. Jetzt zum dritten Rätsel. Tomji, pass auf, das wird echt schwer. Oh nein, Mathe. Oh nein, Mathe, ich bin am Arsch. Jetzt sind wir raus. Jetzt sind wir raus, weil ich dumm bin, weißt du? Okay, das ist auch noch dieses Dings. Da, Pentagon plus Pentagon gibt 18 Gonnen. Pentagon plus Pentagon minus Kreis ergibt 11 Gonnen. Was? Also, dann wäre dieses Pentagon, sag ich mal, eine 9. Richtig? So, eigentlich müsste ich mir das aufschreiben, damit ich weiß. So, das heißt, Kreis wäre 7. So, jetzt müssen wir rausfinden, was 4-Kasten ist. Das heißt, das habe ich schon wieder alles vergessen, was war. 9 und 7, dachte ich, ne? Genau. So, Kreis und Dings mal Pentagon. Was sagte ich mal? 9 mal
9 mal 7 sind 63. Warte mal, ich denke gerade nach 63. Das hieße dann. Was war 63? Plus, warte mal, Kasten soll denn was sein? 63, ne? Ich bin gerade ein bisschen abgelenkt in meinem Gehirn. 17, ne? Wäre dann, dann Kasten. Das heißt, Kasten, was sagte ich, minus Kreis? Minus Kreis war, also 17 minus, was war, sagte ich mal, war Kreis? 7, ne? Das wären 10, dann wäre Dings Dreieck 1. Richtig? Mal gucken. Warte, das kann doch nicht so schwer sein. Okay, dann lass uns mal mit der ersten Reihe beginnen. Warte mal. Das kriege ich hin, Amber. So, mal gucken. Ja, hau raus. Hier ist ein Butcher. Ach nee, echt jetzt? Das ist mir schon selber aufgefallen. Gelb ergibt also 18. Ach so, ja, ich bin... Da kann Gelb ja nur 9 sein. Ach was. Jappt sich auch so. Okay, jetzt spätestens bin ich raus. Ja, dann lass mich das mal übernehmen. Mathe ist so gar nicht meins. Ja, klar. Kannst du das Rätsel lösen? Meine Fresse. Welche Zahl steht für das Dreieck? Nun mach doch mal. Lass mich was schreiben. Kann ich auch mal sofort kommen, Amber? Ja, ich glaube, ich weiß es tatsächlich. Natürlich jetzt sehr blamabel, wenn das jetzt nicht so wäre, ne? Ah, nun, Mann, sag doch mal. Ich bin mir sogar ziemlich sicher. Ich hoffe, ich habe mich nicht verrechnet. Du hast es zumindest versucht, was? Also laut der Code 371, was? Ey, sag mal, das war es. Sofern wir alle drei Rätsel richtig gelöst haben. Och, bitte. So, jetzt wird's spannend. Ja, ich merke das schon. Die Spannung baut sich hier richtig auf, ne? So, jetzt gleich noch ein Anruf oder sowas, was nervt. Oder sie wird gerade abgelenkt oder so ein Scheiß. Oder sie wird erschossen. Ich bin drin! Super, ich war mir nicht sicher, ob wir mit unseren Zahlen richtig liegen. Dann hast du jetzt Zugriff auf deine, auf alle Dateien. Dann ist das Hacken ab jetzt überflüssig. Moment! Nein, ich fürchte nicht. In den Ordnern über seine Recherchen sind noch die meisten Dateien verschlüsselt. Oh. Nur ein paar davon konnte ich einsehen. Dann sind wir wahrscheinlich die, die du bereits geknackt hast. Aber ich habe Zugriff auf etliche andere Ordner. Na, das ist doch super. Familienfotos, Urlaubsaufnahmen. Die hat er für mich dorthin gelegt. Mein Vater wusste, dass ich dieses Rätsel lösen werde. Moment, du? Also, was ich sehen sollte, hat er unverschlüsselt abgespeichert. Wie es aussieht, sind wir weiterhin auf deine Hacker-Skills angewiesen, Tom G. Aber immerhin kann ich ab sofort deine gehackten Dateien aufrufen. Ich schaue mir das an und melde mich gleich zurück. Wie viele Minuten haben wir denn jetzt? 28, alter Schwede. Gut, Kinderchen. Dann machen wir mal Chico für heute. Das war's denn für heute. Vielen Dank fürs Reinschalten. Wir haben ein knackiges Rätsel gelöst, was im Endeffekt eigentlich so knackig war. Ne? Aber ich bin manchmal, wenn ich mir nichts zum Aufschreiben habe oder so, ich sitze ja mit einem Auto, dann ist es ein bisschen sehr, sehr anstrengend. Aber wir haben es hingekriegt. Also, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Reinschalten und Tschüssli, Müsli und frohe Weihnachten.